Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in Windows mit dem Tool Certified Web in euren IIS ein Let's Encrypt-Zertifikat erstellen bzw. generieren könnt. Wir fangen an. Zunächst ladet ihr Certified Web einfach im Internet runter und installiert es. Ich habe es in dem Fall schon installiert. Einfach bei Google googeln nach dem Tool. Dann einmal doppelklicken. Genau. Hier haben wir in dem Fall schon drei Zertifikate und würden jetzt einfach mal testweise ein anderes Zertifikat generieren. Das heißt, wir würden einmal auf New Certificate gehen. Und da könnt ihr dann bestimmte Sachen auswählen. In dem Fall möchte ich ja nur das Zertifikat generieren und kann es später exportieren. Also zum Beispiel für Unify und PDG muss das Zertifikat exportiert werden. In dem Fall würdet ihr hier die Domäne angeben. Wichtig ist halt, wie unten schon beschrieben, den Full Qualified Domain Name. Das kann jetzt in dem Fall entweder www. irgendwas sein, das ist, wenn ihr eine Webseite habt, oder ihr habt dann zum Beispiel pdg.unify.mailserver. oder mail. Wichtig ist, die Adresse, also der DNS-Name, muss bereits auf den R-Record von eurem Mail-Server oder von eurem Internetanschluss gesetzt sein. Wenn dies nicht der Fall ist, funktioniert das natürlich auch nicht, weil er versucht dann über Port 80 mit dem Server zu kommunizieren. Das ist dann auch ganz wichtig. Dann müsst ihr erstmal eine Portwahl einrichten. In der Fritzbox ist das recht einfach. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Wenn ihr eine bestimmte Firewall habt, müsst ihr halt einfach eine Portwahl von dem Port 80 auf den Server machen, damit die Zertifikate generiert werden können. In dem Fall würden wir jetzt zum Beispiel test.test.de, die Domäne habe ich natürlich nicht, aber als Beispiel, ihr würdet dann einfach auf Plus gehen. Und wenn ihr jetzt im Normalfall auf Request Certificate geht, würde er automatisch prüfen, ob die Domäne auf euren Server verweist und ob der Port 80 frei ist. Das heißt, einmal Portweiterleitung an sich und ihr müsst natürlich auch den Port 80 in der Windows Firewall aktivieren bzw. erlauben. Das heißt, wir gehen hier einmal kurz in Control, gehen einmal in die Windows Firewall rein und prüfen einmal, ob der Port offen ist. In dem Fall habe ich das einmal schon mal gemacht, eingehende Regeln, und hier müsste irgendwo der Port 80 rumfliegen. Genau, HTTP Port 80. Damit er halt mit dem Server kommunizieren kann. Sonst funktioniert das leider nicht. Wenn ihr dann auf Request Certificate geht, der DNS-Name auf eure IP-Adresse verweist und der Port 80 offen ist, wird das Zertifikat automatisch generiert. Danach könnt ihr es im IIS einsehen und auch exportieren. Das heißt, das zeige ich euch jetzt einmal kurz. So, und um Zertifikate exportieren zu können, geht ihr einfach Rechtsklick drauf und sagt Exportieren. Gebt dem noch ein Kennwort und dann könnt ihr es überall anders einbinden. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare. Wenn Daumen hoch, Videofreund. Dankeschön.